So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Darkest Dungeon Challenge. Leute, wir sind wieder da, back mit unserem Boy Terra. Es hat ein bisschen gedauert, ja, aber wir haben hier ein bisschen im Hintergrund ein paar Projekte am Laufen. WoW ist ja jetzt ein bisschen stiller geworden bis zur nächsten Erweiterung und ich denke mal, wir haben da ein ganz nettes Projekt, was wir in der Zwischenzeit so ein bisschen vorantreiben werden. Mal gucken, es gab es schon mal hier auf dem Channel, aber genug darüber. Wir gehen direkt rein in unseren guten alten Darkest Dungeon Challenge und würfeln unseren Würfel von 1 bis 15. Mit Numero 8. Rechter Handkrampf. Spieler kann nur noch seine Maushand benutzen. Ist vielleicht gar nicht mal so uninteressant und könnte eine Challenge sein, denn ich habe mich schon mal währenddessen angemeldet. Wir sind nämlich unterwegs nach Uldaman. Ne? Das ist eine ziemlich lange Dungeon, das heißt sehr viele Möglichkeiten, dass da vielleicht etwas nicht so läuft, wie es laufen soll. Jo, dementsprechend, Leute, könnte es eventuell problematisch werden. Aber das werden wir gleich in der nächsten Session herausfinden, wenn wir in der Dungeon drin sind. Deswegen, bis gleich. So, da sind wir wieder, ne? In einer etwas anderen Umgebung. Man sieht das hier bei uns. Bei mir stehen hier Figuren. Ich bin gerade in meinem eigenen Zimmer, denn bei uns wird gerade ein bisschen renoviert. Deswegen sieht das hier vielleicht leicht anders von der Location aus so. Ich nehme nochmal die Quest hier eben kurz mit zwei Händen an. Und dann, ne? Diesmal mal aus einer Perspektive, wo man wirklich auch erkennen kann, dass ich natürlich hier ganz entspannt jetzt hier einmal einen raushauen werde. Ne? Ist ja für uns ja kein Thema, ne? Solange unsere Leute einigermaßen ihren Job machen, ich mich nicht Sorgen machen muss, dass hier irgendwie irgendwas falsch läuft, dann passt es so. Zum Beispiel die DIH, so alles cool, kein Thema, ich bin da auf jeden Fall immer recht offen für sowas. So Eigeninitiative ist ja immer ganz schön gut. Wir haben ja kein Handicap, was das so betrifft, dass man irgendwie, ja, irgendwelche Verluste oder Strafen hat, wenn man aus Versehen da vielleicht reinkackt und ja, um es mal nett zu sagen, eventuell sowas hat wie, ja, da musst du halt Ausrüstung ausziehen, wenn das halt nicht so gut laufen sollte. Aber, Leute, was ich mit euch eigentlich erzählen möchte, ist, das ist wirklich tatsächlich, das ist das erste Mal in meinem Leben, seit ich WoW seit langer, langer Zeit spiele, dass dieser Moment irgendwann kommen würde. Und ich hatte es ja mal des Öfteren, diejenigen von euch, die meinen Kanal etwas länger verfolgen, die wissen das ja auch. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich echt mal Bock hätte, in die WoW-Beta reinzugehen. Das ist wirklich tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, dass ich echt ein bisschen bereue, nicht eine Beta zu haben. Also klar, ich könnte mir natürlich diese krasse, mega, super, duper Edition holen, um mir da 3 Tage früher einen Zugriff auf das Spiel zu holen, plus eine garantierte Beta. Aber um ehrlich zu sein, unterstütze ich solche Praktiken nicht. Ich meine, man kann das Spiel lieben und trotzdem hier und da so sagen, nee, solche Praktiken unterstütze ich nicht, das finde ich irgendwie nicht so cool moralisch, ne, dass man dann so gerade in so einem MMO halt 3 Tage irgendwie früher einen Zugriff drauf bekommt, ah, weiß ich nicht so. Klar, ich verstehe es aus Marketinggründen, ne, das ist jetzt an mir auch nicht vorbeigefahren, wie Marketing heutzutage funktioniert, um Leute so ein bisschen, ja, ein bisschen zu motivieren, in Anführungszeichen, mehr Geld für etwas auszugeben. Aber für mich persönlich, nee, das ist nicht das, was ich gerne unterstützen möchte. Dementsprechend habe ich mir auch beispielsweise auch nur die normale Edition gekauft. So, sonst wäre ich halt in der Beta selber auch drin und könnte da ganz entspannt jetzt auch was machen. Und das ist halt ein bisschen schade, denn man muss schon irgendwie ein bisschen sagen, wie es ist. Ich habe aktuell wirklich geilen Shit auf dem PTR gesehen, der da aktuell zum Testen bereitsteht. Und Mann, es ist so, das ist so das Ding, wo ich echt mir so ein bisschen denke, so fuck, Alter, wurden wir jetzt endlich mal so wirklich zermürbt, dass wir nie so sagen, ja, wir spielen nie Betas. Und jetzt endlich mal so reinzukommen, weil gerade sowas wie aktuell Heldentalente, sehr, sehr spannendes Thema, wo ich auch ja schon zu allen Schurkensachen, außer Trickster, finde ich nicht mal nötig, darüber irgendwas zu erzählen, weil ich es einfach recht lame finde, sage ich mal, wie es ist, dass ich dazu sogar Videos und so gemacht habe. Also, ich war da wirklich komplett in dieser Materie voll drin und, um es mal so zu sagen, Leute, es ist spannend. Es ist wirklich spannend, denn nicht nur gibt es aktuell die Möglichkeit halt, die Heldentalente zu testen. Es gibt jetzt auch die Möglichkeit sogar das neue BG auszutesten, was in War Within kommen wird. Dieses
Ravine, was worüber wir mal kurz so ein bisschen kurz gesprochen hatten. Und das ist schon, das kribbelt schon so ein bisschen in den Fingern bei mir, weil du dir da denkst, ach geil, dann könnte ich jetzt auch mal reingehen, so als PvP-Spieler mit Blut und Herz für die Allianz, so ist das schon, wäre schon ganz cool, wenn man da mal, ja, da auch dabei wäre, das mal testen könnte, schon mal so ein bisschen reinschnuppern könnte, euch vielleicht so ein bisschen auch mitnehmen könnte, um zu sagen, so, ja Leute, das ist geiler Scheiß oder, ja, nee, ist zwar eine nette BG, aber vielleicht ist das auch kacke, so, who knows, so, ne? Mehr als das, was sie uns da damals so erzählt hatten in dem Blogpost, haben wir ja auch nicht bekommen. Jetzt natürlich, wo die Möglichkeit besteht, das jetzt auch zu testen, ist natürlich eine andere Sache. Aber ja, das sind dann so Momente, wo du dir schon so ein bisschen auf die Finger hauen musst, um zu sagen, nein, wir holen uns jetzt nicht extra deswegen die teurere Version für nochmal 40 Euro, so. Weil wir haben auch nicht unbedingt sehr viel Geld, ne? Man muss ja auch irgendwo gucken, wo man bleibt und ich unterstütze sowas, um ehrlich zu sein, wie ich schon sagte, nicht. So eine Taille, das ist natürlich ganz nice. Ich glaube, ist ein bisschen besser als mein Taille. Oh, jo, der ist direkt, der will direkt reingehen in den ganzen Kabuff. Ja, man merkt es halt. Spieler sind es heutzutage, haben nicht so viel Zeit, nicht ich so viel Lust Ziel darauf, dass man hier so Mini-Pools macht. Kann ich auch nachvollziehen, ja. Wenn ich jetzt hier nicht irgendwie ein bisschen überfordert wäre, mit einer Hand hier alles zu machen, dann wäre das natürlich für uns ja gar kein Problem, einfach zu rushen und mehr reinzuholen. Aber wir müssen ja auch ein bisschen sicher gehen, weil ich sag's mal, wie es ist, Leute, diejenigen unter euch, die Darkest Dungeon ein bisschen mehr verfolgen, wir wissen, dass das sehr, sehr langsamer Optimismus ist. Man muss sich ja auch mal gucken, wie die Gruppe drauf ist. Aktuell hatten wir wirklich das große Glück, dass entweder die Affixe nicht so krass waren, also die Handicaps nicht so krass waren, oder dass wir einigermaßen vernünftige Teammates hatten, die uns nicht so komplett ins Verderben stürzen ließen oder irgendwie angefangen haben, Scheiße zu bauen. Das finde ich auch ganz wichtig. Ein bisschen ruhigere Leute, die da nicht so ein bisschen, die ganze Sache voll direkt so durchrushen wollen. Ich meine, stellt euch mal vor, wir hätten das Handicap bekommen. Ich muss die ganze Dungeon nur durchgehen. Leute, ich kann euch sowas von hundertprozentig sagen. Diese Gruppe, die hätte nicht lange existiert, weil ich glaube, die hätten dann gesagt so, boy, diese lange Instanz schon mit 8 Bossen oder so und dann noch so und dann noch in Schneckentempo. Es ist ja nicht so wie beim letzten Mal, wo ich mitten in Mönch mir einfach so diese 2 Torpedos reinpfeifen kann, um schnell da durchzukommen, sondern ja, das wäre ein ziemlich langsamer Dungeon Run gewesen, Leute, und wir hätten wahrscheinlich hier fast eine ganze Stunde vielleicht dafür gebraucht, um in dem Schneckentempo irgendwo voranzukommen. Deswegen bin ich dankbar, dass das so ein bisschen einigermaßen cool geblieben ist und ein bisschen locker, um es mal so zu sagen. Und ja. Ah, ja. Was gibt's noch Neues zu erzählen? Ich nutze ja immer die Chance, um mit euch so ein bisschen auch darüber zu schnacken, was es denn hier so Neues auf dem Kanal geben wird in Zukunft. Denn, das hatte ich ja auch im Vorfeld so ein bisschen leicht geteasert, es wird tatsächlich ein neues Projekt geben, was ich in meiner Zeit hier nutzen werde. Um es mal jetzt so zu teasern, oder ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir dazu auch wahrscheinlich Videos machen werden. Ich habe ja auch dazu Videos schon gemacht, theoretisch. Nämlich ab Freitag, also diesen Freitag, das heißt, wenn das Video online geht, ist es wahrscheinlich schon soweit. Oder vielleicht auch nicht, aber ein paar Tage stehen dann uns so ein bisschen davor. Tarisland kommt raus. Für diejenigen unter euch, das ist ja so damals so die Antwort auf WoW gewesen, so ein Free-to-Play-WoW von Tencent, wenn ich mich nicht irre. Und ich hatte ja damals wirklich, als ich mich für die Beta angemeldet habe, ausnahmsweise mal, Leute, das muss man mal sagen, ich habe nicht das größte Glück. Und ich war wirklich dankbar dafür, dass ich ausnahmsweise mal endlich das Glück bekommen habe, mal so ein Beta-Key zu bekommen, wo natürlich der erste Testlauf komplette Katastrophe war, weil ich nicht wusste, wie sie diese Beta aufgebaut haben. Stellt sich heraus, ne, komplett dumm, ne, du musst dir einen Charakter erstellen, um einen Platz in der Beta zu sichern. Das heißt, nur weil du dann irgendwie den Zugriff darauf bekommen hast, hieß das nicht, dass du schon automatisch in dieser Beta hundertprozentig drinne bist, sondern es hieß nur, ja, wenn du es rechtzeitig nicht schaffst, dir einen Charakter auf irgendeinen Server zu erstellen, das war's. Weil das war sozusagen charaktergebunden. Wenn du zu spät dir einen Charakter erstellt hast, konntest du diese Beta nicht mehr spielen, obwohl du den Zugriff drauf hattest, weil du keinen Platz mehr hattest, einen Charakter dort einzubauen. Und das ist sozusagen wirklich, also um es mal nett zu sagen, der größte Hanebüchen, den ich jemals in der Beta miterlebt habe. Also das ist ja wirklich das Dümmste, was ich jemals in der Beta mitbekommen habe, dass man so ein System ausfahrt, ne? Dass man einfach ausgesperrt wird oder dass es erst sozusagen so funktioniert, du musst einen Charakter erstellen, damit du dir einen Platz dort gesichert hast. Wo ich mir da denke, okay, gut,
Dann hättest du ja auch gleich für alle das freistellen können und dann hätte man das so ein bisschen Mai macht Zahlen-mäßig machen können. Wer zuerst kommt, Mai zuerst, so nach dem Motto. Verstehe ich das Prinzip nicht. Aber jetzt ist das der Moment gekommen, wo wir aus der Beta endlich raus sind und das ganze Ding jetzt wirklich, wirklich an den Start geht. Und das ist das, worauf ich mich freue, Guys. Weil auch wenn viele Leute das so ein bisschen gehatet haben und ich muss auch zugeben, ja, da steckt auch super viel berechtigter Hate. Das muss man mal auch so sagen, wie es ist. Ich will es nicht schönreden. Sehr viele Pay-to-Win-Vorwürfe, sehr viele Gender-Locks. Also für die, die nicht wissen, was mit Gender-Locks gemeint ist. Du kannst zum Beispiel, okay, du willst einen Magier spielen. Ja, es gibt aber halt nur einen weiblichen Magier. Es gibt keinen männlichen Magier. Ich muss so, ne? Und oder sowas wie, dass wenn du bestimmte Rassen spielen willst, die sind halt auch nur auf bestimmte Klassen zugeschnitten. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Menschen spielen willst, ja, viel Spaß, musst du vielleicht einen Krieger oder einen Paladin oder so spielen, weil sonst gibt es keine Möglichkeit, einen Menschen zu spielen. Und da sind so viele Kritiken, die sie angegangen sind und Besserung versprochen haben. Zum Beispiel den Genderlock haben sie soweit es geht erstmal entfernt. Also jede Klasse hat auch eine männliche und weibliche. Ja, ich weiß, würde man jetzt sagen, mindblowing heutzutage in so einer MMO ja eigentlich Standard. Aber immerhin gab es diese Einsicht und man hat gesagt, ja, okay, müssen wir machen. Plus, sie haben gewisse Pay-to-Win-Sachen rausgemacht. Ne? Es gibt immer noch sowas wie Battle Passes, dann gibt es solche Sachen, wo man kaufen kann, sich einen Vorteil, so einen leichten Vorteil holen kann. Aber, und das muss man wenigstens auch lobend mal auch für diese Entwickler sagen, es ist nicht mehr so, ja, warte mal, es ist nicht mehr so hardcore-krank. Pay-to-Win. Also aktuell, so wie ich es gehört habe, gar nicht mehr. Du kannst dir zwar ein bisschen schnelleren Fortschritt holen, aber that's about it. So, das mehr ist da, glaube ich, erstmal nicht drin. Zum Beispiel, wenn du die beste Ausrüstung willst, konnte man damals durch Pay-to-Win so ein bisschen das schaffen. Geht nicht mehr. Solche Beispiele halt. Und ich bin gespannt. Also ich will wirklich einfach mal testen und schauen, wie krass haben sie das Ding verändert und ist es gut, ist es nicht gut? Kann man da jetzt irgendwas mit coolen neuen Features rechnen, die sie da eingebaut haben oder vielleicht auch nicht? Wird sich halt alles meines Erachtens nach dann zeigen, wenn wir das Ding zum Release-Tag spielen werden. Und ich freue mich darauf tatsächlich. Also auch wenn viele Leute mir auf die Videos, die ich da damals gemacht habe, wo ich so einen Ersteindruck gemacht habe, sehr viel negativ reagiert haben, schmälert das nicht meine Lust, das Spiel auch mal wirklich einfach zu spielen, zu tryen und zu gucken, wie es mir taugt. So, ne? Weil soll sozusagen der WoW-Ersatz sein und ich bin gespannt, wie viel vom Feedback sie da auch umgesetzt haben. Und wie sich das Spiel dann halt anders anfühlen wird. Darauf freue ich mich, dass es so ein bisschen so ein kleines Projekt, was nebenbei laufen wird, während WoW gerade, ja, um es mal nett zu sagen, einfach gerade aktuell tote Hose ist. Ne? Es ist halt so, wir warten jetzt auf einen Pre-Patch, wir warten jetzt auf die nächste Erweiterung. Ist ja auch alles schön und gut und dementsprechend ist es halt natürlich klar, dass dann erstmal nicht so viel Content technisch auf WoW geben wird. Ne? Wir können jetzt nicht großartig viel machen, Beta habe ich halt nicht. Dementsprechend müssen wir nehmen, was wir kriegen können. Und da freue ich mich drauf, Leute. Da werde ich euch mitnehmen, da werden wir mal gucken, wie das Ganze läuft und wie viel Spaß das macht, ob da, wie krass da eine große Veränderung stattgefunden hat. Und ja, ich werde euch da mitnehmen. So, ja. Das heißt, diejenigen unter euch, die Bock haben oder da Interesse haben, gerne einschalten. Ich bin da sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Ein bisschen was von der Beta haben wir ja gespielt. Ich habe extra nicht alles gespielt, um ein bisschen noch blind zu bleiben und in der ganzen Kiste. Aber ich habe Bock. Ich bin gespannt, wie es dann sein wird. Das ist dann sozusagen so ein bisschen das Projekt, was wir nebenbei machen werden, während wir ja, warten, bis die neue WoW-Erweiterung da ist. Und mein Appell an euch, okay, Appell ist irgendwie mal so ein komisches Wort, aber meine Bitte an euch, Leute, in die Kommentare, jetzt, right now, mit dem, was ich sage, wie findet ihr das, was ich jetzt so in den letzten paar Monaten gemacht habe bezüglich Content? Denn, um es mal vielleicht so ein bisschen zu spezialisieren, ich habe ja angefangen, so ein bisschen auch so das zu machen, was viele ja auch anderen WoW-YouTuber ja auch machen, so ein bisschen über Content zu sprechen, die in der Beta stattfinden. Ich habe es natürlich erstmal so alles auf Schurken zugeschnitten, weil ihr kennt mich, diejenigen von euch, die meinen Content verfolgen, wissen ja, ich bin ja Schurke-Main. Und da kann ich auch mit am meisten sprechen, auch wenn ich ehrlich sagen muss, ein bisschen habe ich ja auch Ahnung von anderen Sachen, aber ich nicht so, dass ich hundertprozentig da stehen kann und sagen kann, Leute, so und so und nicht anders so. Ich kann keine so richtig hundertprozentige Confident-Antwort geben, einfach weil mir da doch durchaus die Erfahrung fehlt so. Aber deswegen würde ich gerne von euch wissen, schreibt einfach mal in die Kommentare, diejenigen unter euch, die mich schon länger verfolgen, wie ihr das fandet. So die Videos, die ich aufbereitet habe, wo ich so ein bisschen im WoW-Head reingegangen bin, über Heldentalente gesprochen habe, wo ich zum Beispiel auch erzählt hatte, ey, Menschen
Rassenfähigkeit verschwindet auf einmal und dann kommt halt dieser Bullshit. Wie findet ihr das? Findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht? Das würde mich mal interessieren. Vielleicht auch gerne Feedback, konstruktives Feedback, wie man es vielleicht auch besser machen kann, wie man es vielleicht besser vorbereitet. Vielleicht irgendwie, ja, ich weiß nicht, vielleicht irgendwie mehr Footage einblenden. Ich weiß es nicht. Deswegen ist es so mein Appell an euch, wenn ihr diesen Content euch angeschaut habt, wo wir da so ein bisschen auch darüber berichtet haben, was aktuell gerade so der Stand der Dinge ist. Ja, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einfach mal ein bisschen Feedback da lasst, ob ihr sowas gerne in Zukunft mehr haben wollt, dass wir da auch ab und zu mal so ein bisschen über Beta sprechen, über Neuigkeiten zu WoW, was ist so vielleicht die nächsten Wochen, Monate vielleicht auf diesen, auf WoW stattfinden wird, wie ich das finde, so. Das würde mich halt brennend interessieren und das würde mich sehr freuen, wenn ihr da einfach nur schreibt, was ihr euch wünscht. So, ihr müsst ja nicht schreiben, so, ja, finde ich gut so, sondern wenn ihr konkrete Vorschläge habt, zum Beispiel sagen würde, ey, so wie ich das damals mal auch immer mit Content gemacht habe, wo ich auch immer gefragt habe, ey Leute, was würdet ihr gerne auf diesem Kanal sehen? Genauso auch. Wollt ihr, dass ich irgendwie News mache, so ein bisschen über WoW, vielleicht wöchentlich oder einmal im Monat rede, was so passiert? Soll ich das so machen, wie ich Bock habe? Also das würde mich mal halt interessieren, ob da überhaupt so der Bedarf ist, weil auch wenn ich immer sage, das ist ein Channel, den mache ich aus Spaß und auch, dass ich selber drauf Bock habe, irgendwo will ich ja auch ein bisschen, dass ihr auch darauf Bock habt, ne? Weil es ist natürlich schön, wenn ich das mache, weil ich Bock drauf habe, aber es ist für mich auch immer besser, wenn ich weiß, ey, ich hab Bock drauf und ich weiß halt auch, die Leute würden das auch appreciaten, wenn ich dazu Sachen machen würde. Deswegen, wirklich, nur wenn ihr Bock habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil Feedback ist für mich unglaublich wichtig, weil nur durch Feedback kann ich auch irgendwie urteilen, ja, okay, so und so ist vielleicht der Stand, so könnte man es anders machen oder vielleicht, je nachdem, Ziel. Wenn Leute halt konkrete Vorschläge haben, dann kann man auch konkretere Sachen etwas machen. So, ne? Das würde mich halt freuen, wenn ihr da vielleicht, wenn ihr euch das Video jetzt hier gerade anschaut, mir da vielleicht gerne ein Feedback dalassen würdet. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Ihr kennt mich, Leute, ich frag selten nach irgendetwas, aber darüber würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr da vielleicht mal kurz eine Minute Zeit habt und mir da mal einfach nur ganz kurz irgendwas runtertippt, was euch interessiert, wie ihr das findet oder wie ihr möchtet, dass es vielleicht in Zukunft weitergemacht wird. Weil ich möchte schon ganz gerne, wenn wir in The War Within reingehen, vielleicht hier und da ein bisschen was anders machen, ja. Und natürlich wäre es dann auch schön, in Anführungszeichen, wenn ich dann das Gefühl habe, ey, wenn ich das dann mache, hättet ihr auch Bock drauf, so. Das ist für mich wichtig, weil irgendwie möchte ich halt auch schon, dass ihr auch dabei Spaß habt. So, letzter Boss. Wir gehen rein. Wir stehen Wiener 1, immer noch mit einer Hand. Ja. Und das sollte auch weiterhin der Stand bleiben. Ich glaube, ja, der Boss ist jetzt an sich, soweit ich mich erinnern kann. Ja, er holt zwar jetzt noch ein paar Lakaien dazu. Aber ich glaube, wir killen ihn noch, bevor irgendwie zu viele Lakaien irgendwie aufwachen. Ja, doch. Der stirbt, bevor noch irgendwas Krasses passiert. Also, ja, war mir klar. Und damit ist für mich tatsächlich die Challenge abgeschlossen. Auch eigentlich ganz geil, weil... Finger. Geil. Es ist halt natürlich die Frage, was ist besser? Ja, dann tauschen wir das gegen das hier aus. Hallo? Ja, ist okay. Und wir haben das Ding geschaukelt. Finde ich gut, Leute. Damit haben wir die, meiner Meinung nach, so von Classic-Instanzen, wenn man das jetzt als eine Instanz bezeichnen würde, die Dungeon abgeschlossen. Mein Soll ist sozusagen erfüllt. Und Leute, ich würde sagen, das war's erstmal. Ich werde jetzt hier noch eben kurz die Quest hier eben fertig machen, abgeben, alles drum und dran, ne, damit das alles hier schön entspannt ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. See ya, Leute.